Grüß euch Leute, ich bin's der Luki und ich zeige euch heute die perfekt gebratene Kalbsleber mit glasierten Äpfeln und einem Kürbisrisotto. Für unser Risotto brauchen wir erstens einmal ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Butter und dann schwitzen wir mal ganz langsam unsere Schalotten ein bisschen an und ein Knoblauchzecherl. Das Ganze lassen wir jetzt einfach ein bisschen angehen, circa 1 Minute und danach geben wir nachher unseren Risotto-Reis hinzu und lassen ihn auch circa für 2-3 Minuten einfach ein bisschen anschwitzen. So, wollen wir den Risotto-Reis dann ein bisschen mitgehen haben lassen, wird das Ganze mit einem Schuss Weißwein einfach abgelöscht. Weißwein immer gut, bringt immer ein bisschen Säure ins Gericht rein. Und dabei das reduzierte würzen wir das erste Mal den Risotto-Reis. Wie gesagt, mir ist immer sehr wichtig, dass man die Gerichte von Anfang an schon ein bisschen würzt, dass einfach die Würze von Anfang an ins Produkt schon ein bisschen reingeht, dass das zum Schluss nicht oberflächlich salzig wird, sage ich immer. Jetzt gießen wir nachher mit unserem Gemüsefond auf. Ganz wichtig immer beim Aufgießen ist, dass man eine warme Brühe hernimmt und keine kalte. Das ist, weil sonst würzt man einfach dieser Reiskernl einfach zusammenziehen und wird dann zum Schluss nicht mehr so cremig. Und Regel Nummer 1 ist beim Risotto immer mit einem Holzlöffel umrühren, weil sonst wird die Körnung vom Reis nämlich kaputt. Wenn unser Risotto-Reis noch ein bissfest ist, geben wir einfach da unsere schönen Hokkaido-Würfel dazu und lassen das Ganze für circa noch mal 5 Minuten mitkochen. Dann darf das eigentlich perfekt werden. Für unsere Apfelspalten haben wir uns für einen Galapfel entschieden. Der ist vom Geschmack her perfekt dazu. Der wird einfach entkernt, der wird geschält, nachher einfach in kleine Spalten geschnitten, anschließend in Wasser mit ein bisschen Zitronensaft, dass das Ganze nicht braun wird. So, dann weiter geht's jetzt zu unserer Kalbsleber. Und bevor wir das Ganze einfach portionieren, bei der Leber ist immer ganz wichtig, da ist oben ganz eine feine Haut drüber, das ist die Silberhaut. Da muss man immer schauen, dass man das ein bisschen runterkriegt. Wenn wir die Leber nachher zugeputzt haben, wird das Ganze portioniert in circa, ich sage immer, 1,5 bis 2 cm dicke Scheiben, dass wir das Ganze nachher schön rosa braten können. Und da sieht man ab und zu, dass da drinnen noch ein paar Venen sind. Wenn die zu groß sind, werden die einfach rausgeschnitten, das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir die Leber nachher schön portioniert haben, pfeffern wir das Ganze nur leicht. Leber wird nie gesalzen von Anfang an, weil das wird nachher das Ganze zusammenziehen und das macht nachher unsere Leber ein bisschen zach. Wenn die Pfanne nachher schon leicht raucht, ist immer ganz wichtig, die Leber immer ganz, ganz scharf einbraten, dass sie die schnell zusammenzieht und dann noch hinzu ein kleines Stückchen vom Rosmarin. Dann schauen wir, dass das Ganze eine schöne Farbe kriegt. Wenn wir die Leber nachher scharf anbraten haben, auf alle zwei Seiten ca. 1,5 Minuten, dann wird die Leber noch einmal kurz rausgeben. Die lassen wir dann noch ein bisschen ziehen. Und dann braten wir unsere Apfelspalten einfach in diesem Bratensatz an. Das Ganze können wir natürlich auch ein bisschen salzen. Dann schwenken wir das einfach ein bisschen so durch. Dann wird das Ganze einfach mit einem Schuss Rotwein abgelöscht. Und ein bisschen Johannisbeersaft. Und dann lassen wir das Ganze einfach ein bisschen reduzieren. Dann kommt ein bisschen Apfelsaft dazu. Wenn die Äpfel noch schön glasiert sind, sieht man schön, haben wir schöne Farbe, weich sind sie, gibt man das Ganze einmal kurz auf den Teller. Weil jetzt kommt nämlich die Leber wieder zurück in die Pfanne. Den Saft von der Leber kommt man wieder dazu, da ist alles Geschmack bei uns ganz wichtig. Und dann wird das Ganze noch einmal ganz kurz mit ein bisschen Bratensaft glasiert. Super schön, dann kocht der Bratensaft ein bisschen ein. Dann tun wir noch zum Schluss ein bisschen gehackte Petersilie dazu. Und wenn wir uns auch nicht ganz sicher sind, können wir die Leber ja kurz auslegen und das Ganze kurz anschneiden. Perfekte Kalbsleber. So, zum Fertigmachen vom Risotto nehmen wir einfach noch ein bisschen Parmesan her. Viele Leute sagen, Parmesan gehört nicht ins Risotto rein. Ich sage schon, mir schmeckt da einfach. Da gehen auch zum Beispiel Pecorino ist da eine Alternative zu dem Ganzen. Und dann zum Schluss geben wir einfach noch ein bisschen gehackte Petersilie rein, ein bisschen geschnittene Jungzwiebel. Lassen wir das noch ca. 1 Minute einmal kurz aufkochen und dann begeben wir uns zum Anrichten. Dann nehmen wir uns einfach einen kleinen Schöpfer von unserem herrlichen Kürbisrisotto einfach in die Mitte rein und da unsere perfekt glasierte Kalbsleber und zum Schluss noch unsere kleinen Äpfel, dass wir da ein bisschen Süße ins Gericht reinkriegen. Und dann haben wir da noch zum Verfeinern ein bisschen Johannisbeer-Erdbeermarmelade. Da haben wir da noch ein bisschen auf die Leber drauf, dann ist das Gericht perfekt.